Es steht geschrieben, mein Wardenfell, mein Paradies. Ein Ort uralter Mysterien. Doch Böses regt sich in meinem Reich. Verborgen in den großen Häusern und in den Aschlanden. Es bedroht alles, was wir erbaut haben. Mein Erbe muss bestehen. Willkommen in Morrowind. Das war schon geil, oder? Ja, so ein bisschen wie ein Offline-Rollenspiel. Die sieht auch gut aus. Mit Morrowind, jetzt echt mal ohne Scheiß, mit Morrowind kommt ja nicht nur einfach irgendwie ein kleines DLC ins Spiel, sondern wirklich ein komplett neues Kapitel wird aufgeschlagen. Das Spiel wird fulminant erweitert mit der Insel Wardenfell. Wir bekommen eine neue Klasse, nämlich den Hüter. Den werden wir natürlich auch spielen. Wir bekommen neue Dungeons, einen neuen Raid, es gibt neues PvP. Es ist so unglaublich viel, was da in diesem neuen Kapitel steckt in Morrowind. Ja. Ein paar Klassen gesehen, wie gesagt, die werden wir jetzt nicht alle wiederholen. Die hier, die fand ich witzig. Das ist ja keine Klasse, das ist eine Rasse. Ja, genau. Klugscheißer-Alarm. Hab ich doch gesagt, oder? Nein, du hast Klasse gesagt. Hab ich nicht gesagt? Nein. So, also wir machen kein Weibchen, wir machen ein Männchen, schlage ich mal vor. Und machen wir nackig. Wir machen Fetten. Das ist ja schon mal gut, was es im echten Leben nicht gibt. Außer man ist hier. Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Wer ist denn das? Der war früher Wrestler und heute ist er einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood. Wir gehen ganz klassisch vor. Ein Dunkelelf. Nee, und machen halt einen Argonia, weil das ist ja Morrowind, ist ja irgendwie... Eigentlich Dunkelelf. Der Dunkelelf, ich dachte der Argonia. Scheiße. Ist ja peinlich. Das müssen wir rausschneiden, das ist jetzt aber peinlich. So, hat er zu dicke Brüste? Das ist ein... Der ist ja trainiert, ne? Der macht ja nichts anderes, als in seinem Sumpf, wo er da ist, ne? Hanteln zu stemmen. Oder nimmt er kleine Guas? Der nimmt, glaube ich, kleine Guas. So 5 Kilo Guas und dann, ne, eine Stunde lang immer schön über die Ohren. So zur Info. Größe ist etwa hier, also, oder soll ich ihn auf Mitte setzen? Auch mal Mitte, ja, doch, natürlich. Der sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, wie groß oder wie klein Argonia grundsätzlich sind. Die Nords sind ja irgendwie am größten. Waldelfen am kleinsten. Waldelfen am kleinsten. Das heißt aber, wenn man hier bei einem Nord bei der Körpergröße ist und dann den Regler ganz nach oben zieht, dann hat man so einen Riesen, oder wie? Ja. Und Hüter sind die Verteidiger des Grün. Was? Die Verteidiger des Grün. Sie sind... Ah, genau, hattest du erzählt. Habe ich? Ja. Okay. Durftest du eigentlich nicht, aber ich hab's. Du hast im Traum davon erzählt. Also, so. Sie sind meisterhafte Geschichtenerzähler, deren Geschichten über die Natur magische Wirklichkeiten werden. Sie stellen sich ihren Feinden mit Frostmagie und beschwören Tiere, die ihnen beistehen. Ja, und dieses berüchtigte Tier ist dann der Bär. Ja, nicht nur das. Der kann noch mehr. Also der Bär ist natürlich so ein permanenter Begleiter später, aber der kann, glaube ich, auch ein Klippenspringer oder Klicken, wie heißen die nochmal? Klippenflieger? Ich habe ein Stichwort geliefert. Das hört er nicht mehr auf. Okay, das ist unser Name. Wo das machen wir? Den nehmen wir. Aber na klar. Aber was ist, wenn der montags spielt? Das ist ja nicht wahr. Ach so. Er spielt ja tatsächlich nur sonntags. Echt? Okay. Die Clips, die kommen dann irgendwann raus. Und außerdem ist das völlig lang. Okay. Der spielt jetzt... Also okay. Der heißt jetzt, spielt nur sonntags. Jetzt springen wir gleich nach Wardenfell. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Ich glaube... Wir gucken einfach mal. Also in der Closed Beta war das noch so, dann hat man dann hier im Boot gesessen. Mhm. Auf so einen... Also, wir gucken einfach mal. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, gut. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Spielt nur sonntags, ist auch kein Schreibfehler drin. Nein, Gesicht ist auch alles cool, Volk ist cool, Klasse ist der Hüter. Oh, spielt nur sonntags. Ich klicke jetzt drauf. Dann gibt's keinen Weg mehr zurück. Tu's. Bäm.
Charakter wird geladen. Ich freue mich. Die Feuerfalterinsel. Ja, ich pack die Maus immer nach unten. Es stört aber nicht, wenn die Maus auch da steht. Ich finde schon. Muss ich dann hin? Was hältst du davon, wenn ich sie... Oh. Hallöchen. Untersuch die Sklavenjäger. Begonnen gesprengte Ketten. Ach. Lest den Brief. Spielt nur sonntags. Spielt nur sonntags. Ey, der sieht gut aus. Komm, der sieht wirklich gut aus. Mir gefällt er. Hallöchen. Na du? Du hast dich ja noch gefragt, ob er zu viel Brust hat. Ich finde, das sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. So, dann gehen wir mal kurz in die Einstellung. Genau, das kann man nämlich machen. Der hat sich den Schwanz da hinten eingeklemmt. Guck mal, das muss doch wehtun. Da sitzt der drauf. Der sitzt auf seinem Schwanz? Mhm. Okay. Das wäre auch ein cooler Name. Sitzt auf seinem Schwanz. Okay. Mein lieber Freund, mich hat es sehr gefreut zu hören, dass ihr nach Wartenfell reist. Ein neues Abenteuer ist genau das Richtige für euch. Ich weiß doch, dass ihr euch zu Hause so langsam gelangweilt habt. Ich weiß nicht, was ihr zu finden erwartet, aber lasst mich euch erzählen, was ich über das Land der Dunkelelfen weiß. Die Hauptstadt in der Region ist Vivek. Wie ihr es mit Göttern und derlei haltet, weiß ich nicht, aber einer des Tribunals der lebenden Götter der Dunkelelfen lebt in der Stadt. Fürst Vivek wohnt dort offenbar in einem großen Palast. Wahrscheinlich landet ihr in dem Dorf Sedanin an. Habe ich richtig gelesen, ne? Wahrscheinlich landet ihr in dem Dorf Sedanin an, wenn meine Reiseerfahrung nicht gänzlich außergewöhnlich war. Ein ganz netter Ort, auch wenn die Vielzahl an Schmugglern und Sklavenjägern, die einem über den Weg laufen, schon etwas beunruhigend sein kann. Und wartet nur, bis ihr die Telvanni-Türme seht. Sie bauen sie ausgerechnet aus riesigen Pilzen an. Wie dem auch sei, habt eine schöne Zeit bei den Dunkelelfen. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn ihr wieder auf das tamrielische Festland zurückkehrt. Gute Reise. Schön, oder? Gut, dann schließen wir das. Auf welch einer fabulösen Reise wir doch sind, mein Freund. Auf Wartenfell und neue Gelegenheiten. Lest ihr noch immer diesen Brief? Ein Liebesbrief, hm? Ihr braucht gar nichts zu sagen. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Ich frage mich, was Wadenfell für uns bereithält. Spitzefell, super aus! Haltet euch fest! Nun, das klingt gar nicht gut. Wow!